Herzlich willkommen bei WhatsApp.bike und herzlich willkommen zu einem neuen Flycheck. Man möchte sagen, ein Flycheck der Extraklasse, denn auch unser Bike ist heute eine Klasse für sich. Denn wir haben heute für euch das 2022er S-Works Levo. Ein Bike, welches die Spitze einer 40-jährigen Leidenschaft für die Entwicklung und Produktion von Mountainbikes repräsentiert. Ein Bike, welches neue Maßstäbe in puncto Fahrgefühl, Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Konnektivität setzt. Aber gehen wir mal ins Detail. Verfügbar in den Größen S1 bis S6, wobei S1 für XS steht und S6 für XXL. Grundgerüst des Turbo Levo ist der Fakt 11 im Vollcarbonrahmen. 6 Geometrieeinstellungen ermöglichen dir die einfache Anpassung des Bikes an deinen persönlichen Fahrstil. Gehirn des Bikes ist die neue Mastermind Turbo Control Unit, kurz TCU. Sie steuert, wie der Motor, der Akku, das Fahrrad und du zusammen interagieren. Sie ermöglicht Echtzeit-Support-Tuning während der Fahrt, zeigt alle relevanten Daten über dein Fahrrad und deine Fahrt an und ermöglicht auch die Over-the-Air-Updates, damit dein Fahrrad immer auf dem neuesten Softwarestand bleibt. Darüber hinaus kann die TCU mit deiner Mission Control App kommunizieren, um erweiterte Tuning-Möglichkeiten und On-Trail-Diagnosen zu ermöglichen. Das und noch viel, viel mehr. Angetrieben wird das Bike durch einen Specialized Turbo Full Power System 2,2 Motor. Ein im Rahmen verbauter 700 Wattstunden Akku ermöglicht dir eine Fahrzeit von ca. 5 Stunden. Geladen wird das Ganze durch eine von Specialized neu designte Ladeklappe. Bei der Kurbel handelt es sich um eine Praxis Carbon M30 mit 160 mm Länge. Ein kleines, aber feines Detail ist der Schmutzfänger am Hinterbau. Er verhindert, dass sich grober Dreck in sensiblen Bereichen des Bikes festsetzen kann. Geschaltet wird natürlich auch elektrisch mit der SRAM XX1 Eagle AXS. Sie lässt sich per App an deine Bedürfnisse anpassen und individualisieren. Der AXS-Shifter verfügt über die Rocket Pedals. Diese sehen nicht nur optisch gut aus, sondern sie erfüllen auch ihren Zweck, indem sie den besseren Halt beim Schalten bieten. Um die Schaltperformance abzurunden, kommt natürlich auch eine 12-fach SRAM XG-Kassette zum Einsatz. Im optisch ansprechenden All-Stick-Design setzt die Kassette die Kraft um, welche von der SRAM XX1 Eagle-Kette übertragen wird. Die ganze Schaltung harmoniert optimal miteinander, wie man es von SRAM gewohnt ist. Ein weiteres Highlight des Bikes ist natürlich die RockShox Reverb AXS-Sattelstütze. Je nach Rahmengröße verfügt sie über einen Hub von 100 bis 170 mm. Details zur Reverb findest du in einem Unboxing-Video, das wir dir in der Infobox verlinkt haben. Gesteuert wird die Sattelstütze selbstverständlich über den passenden Trigger. Dieser lässt sich ebenfalls per App konfigurieren und sich somit individuell an deine persönlichen Anforderungen anpassen. Wie bereits erwähnt, verfügt das Turbo Levo über 6 verschiedene Geometrie-Einstellmöglichkeiten. So kannst du zum Beispiel per Flipchip die Höhe des Hinterbaus verstellen. Auch die Tretlagerhöhe kannst du variieren, 7 mm nach oben oder nach unten, ganz wie du es möchtest. Auch hast du die Möglichkeit, dich für einen der 3 Steuerrohrwinkel zu entscheiden. Möglich sind dabei 63 bis 65,5 Grad. Das alles dient dazu, um das Bike kompromisslos nach deinen Vorstellungen anpassen zu können. Kompromisslos, das ist auch die Fox Float 38 Factory Gabel. Mit 160 mm Federweg bist du hervorragend ausgestattet, um alle Herausforderungen des Trails meistern zu können. Selbstverständlich verfügt die Gabel auch über High Speed Compression, Low Speed Compression, High Speed Rebound und Low Speed Rebound. Der Dämpfer an der Hinterachse ist ebenso kompromisslos, denn es handelt sich um einen Fox Float X2 Factory mit 150 mm Federweg. Beim aktuellen Modell wurde Gutes beibehalten und durch Besseres ergänzt. So verfügt der neue Dämpfer zum Beispiel über höheren Öldurchfluss am Hauptkolb, höhere Überlappung der Schaftführungen, überarbeitete Dämpferdekors, progressive Bottom-Up-Bumper und noch viel, viel, viel mehr. Wer schnell fahren will, muss auch schnell bremsen können. Und dafür brauchst du einen Partner, auf den Verlass ist. Ein Partner wie die Magura MT7. Diese kraftvolle 4-Kolben-Bremsanlage kommt mit 203 mm Rotoren daher. Diese Bremse hat sich in unzähligen Wettkämpfen bewährt und spiegelt daher auch die Spitze der Entwicklung im Hause Magura wider. Für eine ausgezeichnete Dosierung der Bremskraft sorgt der ergonomisch optimierte Einfinger-HC-Bremshebel. Leicht und unverwüstlich, das trifft auch auf den Specialized Trail Carbon Lenker zu. 78 mm breit, 35 mm Durchmesser und 27 mm Rise sind die Maße deines neuen Traumlenkers. Der Vorbau des S-Works Levo verfügt wie immer über das integrierte Bordwerkzeug. Auf der Vorderachse kommt ein Traverse SL 29 Zoll Laufrad zum Einsatz. Als Reifen ist ein Specialized Butcher aufgezogen in die Dimension 29 x 2,6 Zoll. Er verfügt über eine grobstollige Außenflanke und bietet so auch auf rutschigem Untergrund optimalen Halt. Der Reifen kann natürlich tubeless gefahren werden. Gleiches gilt für den Eliminator auf der Hinterachse. Er ist ebenfalls auf einem Traverse SL Laufrad montiert, diesmal aber in 27,5 Zoll. Man spricht dabei vom Mallet Design. Der Vorteil dieser Kombination liegt darin, dass man die Laufruhe eines 29 Zoll Rads auf der Vorderachse hat, während man die Wendigkeit und Agilität eines 27,5 Zoll Laufrads auf der Hinterachse besitzt. Das Resultat aller dieser perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten ist das neue Specialized S-Works Turbo Levo.
Eine unerreichte Kombination aus Fahrerlebnis, Leistung und Reichweite. Hast du noch irgendwelche Fragen? Dann ruf uns an. Wir beraten dich gerne. Öffnungszeiten und Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Abschließend gibt es noch den obligatorischen Flightcheck für dich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Euer Watzer.bike-Team.